Ja, richtig gesehen auch von den Außenstehenden, dass wir im Ballbesitz waren hauptsächlich. Wir wurden eiskalt erwischt in der ersten Minute bereits. Danach noch 0-2 zurückgelegen. Dann haben wir vor der Halbzeit noch das ganz wichtige 2-1 geschossen. Und dann hat die Mannschaft Charakter bewiesen, ist zum 2-2 gekommen und dann auch noch zum glücklich zum Siegtreffer, obwohl spielüberlegen und auch verdient. Trotzdem tut es mir leid für die Bornheimer, so am Ende so hart erwischt worden zu sein. Ja, wir haben am Anfang, ich glaube, die erste halbe Stunde ein bisschen geschlafen, wurden dann auch überrascht direkt am Anfang. Ja, aber wir kamen dann zurück, haben uns gut zurückgekämpft und ja, unsere Qualität hat uns dann zum Sieg geholfen. Das war so der Punkt, den ich gesehen habe. Ich denke, wir haben viel Kraft gelassen, auch in der ersten Halbzeit. Wir haben versucht, auf die wenigen Chancen, die wir uns im Spiel über Konter erarbeiten konnten, auch unsere Torchancen letztendlich umzumünzen. Aber wenn man den gesamten Spielverlauf, das Spiel betrachtet, dann geht da die technisch bessere Mannschaft und auch die Mannschaft, die ganz klar die Spielkontrolle hatte, verdient mit einem Sieg aus dem Spiel. Ja, wir wollen jetzt auf dem Boden bleiben und von Spiel zu Spiel gucken. Wir haben jetzt eine Niederlage hinter uns. Heute der wichtige Sieg. Wir wollen am Sonntag nachlegen und nicht zu hoch greifen. Das war die Marschroute. Schnelles Umschalten nach Ballgewinn und möglichst schnell in die Grundordnung kommen nach Ballverlust. Wir wollten gar nicht erst versuchen mitzuspielen, da Rot-Weiß auf allen 11 Positionen technisch mit überragenden Spielern besetzt ist.